Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in einer weiteren Folge Let's Play Minecraft hier auf dem Eldercraft-Server und mit dabei wieder, wie gestern auch schon, der Dave. Hallo Dave. Hallo. Ja, immer noch fleißig in der Mine hier und wir werden jetzt hier weiter farmen. Ich schien und Dave nimmt alles mit hier, weiter entdeckt Kohle und Eisen und ich helfe ihm da ein bisschen bei. Hier ist auch wieder Schien. Oh, ein Creeper. Man hat's gehört und die Schienen hat er mitgenommen. Sauber. Die hab ich jetzt im Inventar. Macht nicht, wir finden garantiert wieder Kisten und dann tauschen wir uns da aus. So, geht's hier weiter oder? Da drüben geht's weiter. Wo? Wo das Wasser ist. Da okay. Aber da sind auf jeden Fall noch Schienen. Okay. Und da unten ist, glaube ich, auch noch. Oder waren wir da schon? Also die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und mal gucken, wo es hier hinten ist. Aber ich glaube, das ist hier nur so ein Wasserlauf. Ja, es gibt doch auch eigentlich oft Treppen, die noch runterführen. Was? Genau, richtig. Also es kommt aber da haben wir noch keine einzige irgendwie gefunden. Nee, das stimmt. Also da noch keine. Wir sind auch noch recht hoch. Also ich schätze mal eher, die Treppen würden nach unten führen. Weil wir hier noch recht hoch sind, weil ich habe jetzt bis jetzt noch nicht so viel Lapis gesehen, was ja auch für Minen eigentlich typisch ist. Ja, na, und die suche ich eigentlich auch bei Lapis. Ich glaube, wir müssen noch weiter runter. Sammle ich immer einen Block und dann... Ich habe auch noch keinen Spinspawner entdeckt, also... Na, es war doch wahrscheinlich einer, oder? Den wir da hatten. Muss nicht sein. Kann sein, muss aber nicht. Also in der Ja, aber durch die ganzen Spinnweben ist es eigentlich eher... Verdächtig, ja, das stimmt. Aber ich schließe mal aus, dass vor uns hier... Boah, zum Glück habe ich hier einen God-Mode drin. Ansonsten wäre ich jetzt von Kies erschlagen worden. Todesursache von Kies erschlagen. Herrlich, ja. Oh Gott, ja. So, ich fahre mir gerade mal kurz mal ein bisschen Eisen ab und ich guck mal, wo es weitergeht. Also hier sieht's hier ist es dunkel, wa? Genau, deswegen. Hier haben wir noch nicht geleuchtet. Dann leuchte ich mal. Redstone nehme ich auch immer mit. Ja, gebe ich dir dann auch, wenn ich es finde. Lava. Ja, also aber da hinten ist auf jeden Fall geht's weiter. Das werden wir. Ich würde sagen, erstmal die Seitenarme mitnehmen. Hier ist eine Kreuzung, da werde ich schon mal so machen. Ja, finde ich, ist natürlich absoluter Mega-Glück, ne? Dass wir das sofort dass auf Anhieb. Eine Mine hier auffinden. Ja, und das auf Anhieb, ne? Ja. Ohne irgendwie geplant was zu sein oder so, das ist natürlich der absolute Knaller. Also da verwöhnen wir euch Zuschauer natürlich wieder. Gleich mit einer Mine. Hier ist Redstone. So. Bei Redstone nehme ich auch immer mit, weil da hast du schnell dann Block, auch die mache ich ja auch dann zu Redstone-Blöcken und dafür kriegst du ja auch ein bisschen was an Geld. Und die kannst du sogar direkt verkaufen als Block. Ja, ne, hab ich deswegen. Gesehen. Ich glaube, das ist neu, dass die das machen. Deswegen mache ich das auch. Früher ging das, glaube ich, nicht, dass man die Blöcke verkaufen kann. Nee. Warum eigentlich? Ja, ich weiß es nicht. Also auf Eldercraft, da sind manche Sachen nicht immer ganz einleuchtend, aber... Ja gut, du weißt ja, mit manchen Sachen bin ich ja auch nicht so einfach. Ja, nee, vor allem, weil es wenig Sinn ergeben, aber okay, gut. Also sei mal dahingestellt, das ist halt Eldercraft. Ist halt ein bisschen speziell, das Ganze. So, mal schauen, was wir hier finden. Hier sind erstmal Schienen, da habe ich noch Eisen. Das folge ich dir mal raus. Hier ist schon wieder eine Sackgasse. Oh. Ah, eine Sackgasse. Hat er gefunden. Und Schienen. Eine Sackgasse ist nicht, eigentlich nicht schön zu finden. Ja. Würde ich mal so sagen, oder? Ja, aber ich leuchte trotzdem aus, einfach nur so, um zu sehen, dass wir da waren. Genau, weil ansonsten verläuft man sich hier drin immer. Das ist immer ein bisschen doof. Deswegen mache ich überall immer ein bisschen Licht hin, sodass man weiß, in dem Truck waren wir schon mal drin. Und ja, hier geht's irgendwo. Was ist das hier? Da ist nur Kohle. Aber hier hört die Mine, hier ist keine Mine, glaube ich, mehr. Ja, die hört hier auf. Den Wasserstrom mache ich auch mal zu. So, genau. Aber müsste man in der Mine nicht eigentlich auch mehr Kohle finden? Also eigentlich wundert mich, dass wir noch keine Höhlenspinnen entdeckt haben. Also das ist nämlich meistens so, weil es wimmelt ja stimmt, hier meistens ja nicht, von... Ja stimmt, das ist nicht eine einzige. Von Spawnern. Also ich habe weder hier was zischeln gehört oder irgendwas anderes. Also deswegen bin ich da schon so ein bisschen verwundert. Ich gucke mal, ob es hier unten jetzt weitergeht, weil hier auch gerade Eisen ist. Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch hier. Also, na wie gesagt, das ist auch die... Also das finde ich ein bisschen komisch generell hier, die... Die ist ein bisschen merkwürdig aufgebaut, ja, das stimmt. Die Mine.
Die ist so ein bisschen merkwürdig vom Aufbau her. Na super, jetzt bin ich hier irgendwo runtergefallen und... Ah, das Lava! Raus! Achso, ich hab ja Gottmut. Ich dachte gerade, ansonsten hätte ich mir ganz schnell mal den Wassereimer ins Inventory ziehen müssen. Ah, aber Lapis habe ich jetzt gefunden. Okay, zwar nicht in der Mine, aber auch nur zwei Blöcke. Na toll. Irgendwie sieht gerade aus wie The Burning Metal Freak hier, gerade so voll so in Flame so. ich habe mich immer voll erschreckt. Ich bin nämlich in so einen Lavasee gefallen, dachte, ich sterbe jetzt. Ja. Ich meine, man trinkt ja auch, wenn man lange unter Wasser bleibt mit Gottmut. Aber irgendwie scheint ja die Lava nichts auszumachen. Nee, Lava komischerweise nicht. Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Da dachte weil ich auch so, weil Gottmut, wieso ertrinkt man da eigentlich? Also das bedeutet das jetzt im Umkehrschluss, dass wenn man Gott ist, dass man trotzdem ertrinken kann? Dann ist man aber nicht unsterblich. Herr Religionslehrer, was ist denn da los? Ja, so ungefähr. Und, ach, da sehe ich einen Namen, das wird doch der Dave sein. Der Tod. Ja, ich bin in irgendeine Höhle runtergefallen. Du bist in eine Höhle runtergefallen. Bist aber also, etwa auf der gleichen Höhe wie ich auch gerade. Ich versuche jetzt irgendwann wieder, um zur Mine wieder zu kommen. Ja, ich komme dir mal entgegen. Ist, glaube ich, keine gute Idee, weil hier ist keine Mine mehr. Okay. Ich versuche jetzt wieder hochzukommen. Dann brauche ich dir mal eine Brücke. Na, ich bin jetzt schon hier wieder oben. Ach, bist du schon, okay. Na, den Stein hier weg. Ja, die ist ein bisschen merkwürdig konstruiert hier, diese Mine hier. Ich glaube, da oben geht's weiter. Also, das bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber... Aber wir haben auf jeden Fall schon viele Kisten gefunden. Oh, schwer Creeper. Das stimmt. Also Kisten, da beschwer ich mich absolut nicht. Also, oh, nee, jetzt kommt mir der Creeper hier nach. Das kann doch nicht sein. Zünd ihn an. Nee, hier waren wir schon. Ja, also hier waren wir auf jeden Fall schon. Wolltest du nicht noch einen Creeper irgendwie? Ach, weißt du, also wenn ich die Creeper sehe oder so, ich nehme sie meistens immer mit wegen dem Gunpowder. Weil ich dann halt immer sage so, ja, ist ganz praktisch. Was ist denn da hinten los? Wieso sind denn da so viele Fackeln? Da ist Dave, ne? Ja. Ich sehe deinen Namen und ich höre ihn. So. Oh, hier geht eine Treppe runter. Ja, hier. Ah, nee, ist auch wieder eine Sackgasse. Aber hier sind... Ja, hier ist der Dungeon. Also, wir haben die Mine erkundet, oder? Nee, glaube ich nicht. Also, das muss noch weitergehen. Also, es ist sehr... Das würde mich wundern, weil das einfach zu klein ist. Also, da muss irgendwo... Ja, da unten geht zum Beispiel weiter. Hier geht es eine Treppe runter und hier geht die Mine... Wo bist du denn? Da rechts runter vom Dungeon. Da war ich. Da war aber eine Sackgasse. Also, hier ist noch nicht aus. Ach so, rechts? Hä? Nee, ich bin auf der anderen Seite. Ja, runter. Ich sehe dich. Hallo. Hä? Rechts. Hier. Ach da. So. Auf der anderen Seite geht es auch noch mal weiter, glaube ich. Okay. Da ist auch noch dunkel. Ja, werden wir forschen. Hier gehen wir jetzt erstmal runter und... Oh, Gold. Okay. Ah nee, das könnte auch wieder so eine dieser komische Bug sein. Nee, das ist richtiges Gold. Und weil hier... Ich, ja. Zombie. Ja, nebenan ist auch noch mal ein Gang. Also jetzt hier haben wir noch mal zwei Gänge. Wunderbar, wir nehmen die auf jeden Fall alle mit. Ich mache mal hier einen Durchgang, dass wir hier wissen... Genau. Dass wir da auch noch mal rein können. Richtig. Obwohl. Ah, Creeper, nehmen die Marco. Null Problem. Ja, da hat er ja doch jetzt seinen Gunpowder. Ja. Hier geht's auch wieder runter. Aber da sieht's nur aus wie über. Nee, hier ist nur Wasser. Und Lava. So, okay. Dann machen wir hier mal eben eine Fackel hin. Oh, ich muss mir mal neue Fackeln machen, sehe ich gerade. Brauchst du Kohle oder hast du... Habe ich noch. Ich habe mir gerade so ein bisschen aufgehoben. Zwei Kohleblöcke habe ich noch. Jetzt haben wir erstmal wieder vier Fackeln. Kommen wir jetzt nicht sehr weit, aber wir können zumindest wieder mal ein bisschen ausleuchten, dass wir hier... So, da geht's runter. Da ist... Ja, hier sind noch mehrere Gänge. Sehr schön. Da unten sehe ich... Oh, jetzt haben wir aber... Gut, jetzt was muss denn? Ich gleich mal ein bisschen. Ah, das war natürlich sehr sinnig. Nee, ist nichts. Also ich bin gerade hier, wie gesagt, am Ausleuchten noch und die Gänge hier mal safe, so dass wir da schon waren. Mir ist nur gerade das Erde ausgegangen. Und deswegen brauche ich mal ganz kurz hier mal ein bisschen Stein abholken.
So. Ach, hier bist du. Genau. Nehmen wir noch kurz die Kohle damit. Ja, hier ist ja, hier hört ja auch, ist auch keine Mine mehr anscheinend. Genau, ich wollte nur gucken, weil ich wollte den Wasserstrom mal stoppen, um einfach da noch mal kurz zu gucken, weil unten ist, glaube ich, Lava und da hatte ich Cobblestone entdeckt. Oder das ist das Plug-in hier. Ja, das ist immer doof, dass man immer richtig durch dieses Plug-in. Und hier ist noch Eisen. Ach, das lasse ich den Dave, das könnte er sich auspolken. Hier ist auch noch Kohle. Und Kohle ist dann auch noch da. Aha, hier ist, ich sehe schon, ja. Und da ist ein Zombie. Weil ich habe so die Vermutung, dass hier irgendwo vielleicht ein Dungeon ist, weißt du? Deswegen ja, habe ich da geguckt, weil ich habe da Cobblestone gesehen und man wusste halt jetzt nicht, was ist das. Und deswegen. Aber ist anscheinend nicht, oder? Ja, also hier ist ein Zombie nur. Da ist ein Skelett. Also da ist zumindest ein bisschen Monsterparty da hinten. Aber wir gehen trotzdem mal den anderen Weg. Da, wo wir gerade hergekommen sind. Da ist noch Eisen. Auf den Boden und ich mache jetzt mal hier zu. Ja, eindeutig Cobblestone, was da hinten ist. Aha, das hier ist, weil dort Lava ist und dahinter ist, glaube ich, Gold, ne? Ja. Gut, dann mache ich den aber zu und dann kann Dave sich da mal das Gold holen. Wer geht Gold? Wo ist Gold? Da oben. Ich hole mir gerade noch Lapis. Gut. Ah, dieser hat sich ja schon mal gelohnt. Und da oben ist nochmal Gold. Oh, das sind sogar mehrere Blöcke, also muss man. Na, aber ich muss langsam mal zu Blöcken craften. Ja, da kann, ja, hast du ja die Zeit, ne? Da kannst du ja schön. Und wo war jetzt Gold, hast du gesagt? Ja, hier, ich nehm's dir gerade ab. Ach so. Ah, okay. Ich werde jetzt mal kurz ein paar Blöcke mal machen. Genau, mach das mal. Du kannst ja auch gerne einen Ofen aufstellen und sie auch schon schmelzen, wenn du willst. Wir haben Zeit, also das ist alles. Wir müssen nee, ja ich absolut lass lieber, nicht hetzen. Ich lass lieber in dieser Abbauwelt hier lieber keine Öfen irgendwas schmelzen, weil nachher kommt irgendjemand und lootet es einfach. Ach so, na gut, solange wie wir dabei sind oder so, ist es eigentlich nicht weiter dramatisch. Also hier oben geht es auf jeden Fall auch noch weiter. Okay. Das können wir uns dann zunutze machen noch. So, schön. Ich hole mir mal eben kurz ein bisschen Material. Brauchst du noch Kohle oder? Nee, erstmal nicht. Ich hole mir nur mal kurz ein bisschen Material, dass wir uns so was haben zum Rüberstecken oder so. Und bringe dir auch gleich noch ein bisschen Gold mit. Was ich zum Beispiel total scheiße finde, ist, dass man hier in den Abbauwelten keine Kisten mehr wie früher haben kann. Das ja ist zum Beispiel eine Verschlechterung. Also das ist immer so Sachen, da wo ich mich jedes Mal drüber aufregen kann, dass man einfach Minecraft nicht uneingeschränkt spielen kann, weil das einfach ein bisschen blöd ist. Weil ich finde, so eine Kiste in der Abbauwelt ist manchmal wirklich wichtig, einfach nur um sich zu sortieren, weißt du? Ja, das habe ich aber, das habe ich aber auch schon öfters gesagt, dass das ein bisschen. Ja, das stimmt. So. So. Da ist Eisen. Nehmen wir mit. Ich habe auch wieder Eisen gefunden. Super. Ich habe schon wieder ein Stecken voll. Ja, nicht schlecht. Ich gebe dir jetzt auch gleich mal was, dann können wir das mal machen, weil ich höre ja Spinnen. So, Dev, wo bist du? Wo bist du denn? Unten bei unserer Bär. Hier. Halt, umdrehen, umdrehen, umdrehen! Hä? Da! Ach, da! Ich dachte, du hast dir dein Crafting-Table aufgebaut. So, ich schmeiße das mal hin. 13 mal Gold gibt es. Und ich schmeiße dir die Maschinen hin? Ja, hinter dir? Wunderbar. Hier, Redstone hast du gesagt, nimmst du gerne mit. Hier Stein, Andesit, gebe ich dir mit. Danke. Und nochmal 35 mal Eisen. Sehr gut. Und Granit. So, läuft. Perfekt. Hast du alles? Ja. Super. So, dann werde ich mal ganz kurz hier mal das nutzen. Zwei Stecken Eisen. Na siehste, farmt sich doch gut zusammen. Gut, dass wir einen Rucksack haben, ne? Ja. Das war, das ist wenigstens etwas, sage ich mal, dass man das nutzen kann, sodass man ja, da noch ein bisschen. Aber wenn du schon, sagst, sie wollen den Gottmod auch schon wieder hier. Ja, also die Idee, die dahinter wohl steckt, also das sind ja anscheinend immer Experten, die sich damit auseinandersetzen. Also das ist wohl die, dass man dadurch die Wirtschaft natürlich ankurbelt. Jetzt kann ich sagen, okay, einerseits haben sie da natürlich recht, klar. Wenn du jetzt den Gottmod abschaffst, dann passen die Leute wieder ein bisschen auf, so wie sie spielen. Also sie sind da nicht ganz leichtsinnig, so wie ich jetzt gerade hier runterschüpfe. Und dadurch ist natürlich die Berufsgruppe von dem Braumeister und von dem Buchbinder wieder ein bisschen belebter. Also die machen mehr Geschäft durch verzauberte Bücher und natürlich auch durch die Tränke, ne? Ja. Feuerresistenz und was es da halt alles gibt, hier Feuerschutz. Und ja, jetzt kann man jetzt natürlich so sehen, andererseits, also ich weiß ja, also ich finde es ein bisschen affig, also, weil wenn man votet, soll es ja eine Belohnung sein, ne? Ja. Und weil sonst votet man ja auch gar nicht mehr. Das so ist richtig, weil warum so, also ich vote jetzt theoretisch nur, weil ich sage, cool, ich krieg als Belohnung den God-Mode. Deswegen vote ich.
Ja, ja, ich auch. Weil ja, ansonsten sage ich so, ja, ich habe hier meinen Spaß auf dem Server, ich finde die Community nett, aber ich finde es halt blöd, dass Minecraft eingeschränkt ist, ja. Und ja, aus diesem Grund so würde ich mir halt dreimal überlegen, ob ich wirklich dann, ja, das so unterstützen Marco, würde. Hier ist ein Creeper da unten an der Treppe. Okay. Ich habe mal kurz das hier zugemacht. Hier bin ich hinter dir. Ja, Moment bitte. Ich mach kurz nochmal ausleuchten und dir die Kohle mitnehmen. So. Weil dann könntest du den Creeper vielleicht das Gunpowder dir noch holen. Ja, wo jetzt ist er denn? Hier unten an der Treppe. Wenn du runtergehst, müsste er ja kommen. Ah ja, ich sehe schon. Ich sehe die flauschigen Füßelein. Hallo. Und ich habe einen Dias entdeckt. Ja. Hey, Creepy, komm her. Put. Schaut ihn euch an, den kleinen Gurkenkopf. Nein, du alter Sau. Der ist vorher schon explodiert, aber er hat nichts gemacht. Aber ich leuchte hier mal aus. Zweimal Dias. Ja, cool, dann haben wir eine gewisse Dia-Höhe. Und so. Warte mal, wir haben jetzt hier Höhe 8 sind wir jetzt. So, den haben wir. Also deutlich runter noch. Wir sind gut tief dann jetzt. Also die Mine wird oben noch weitergehen. Vielleicht ist es das der Grund, warum wir die Spinnen noch nicht entdeckt haben. Gefunden haben, ja. Weil die wahrscheinlich in höheren Ebenen sich aufhalten werden. In diesem Trakt hier. Und also das könnte durchaus sein. Ich nehme dir mal hier wieder ein paar Schienen mit. Ja, nimm das mal. Und hier ist wieder Kohle, die nehme ich auch mal mit. Aber ich höre übrigens Spinnen. Also hier muss irgendwo in der Nähe ein Spawner doch sein. Hab auf meiner Ohrmuschel hier irgendwie Spinnengezüsche. Ja, Spinnis, wir kommen ja schon. Wo bist du denn eigentlich jetzt schon wieder? Ich bin hier in dem Gang drin. Ich sehe dich, du musst weiter nach rechts. Ja, das ist richtig so. Und jetzt, genau, jetzt kommst du. Also einfach die Fackeln. Hallo. Dann. Genau, ja, immer den super. Fackeln nach. Und irgendwo hier, wie gesagt, ist ein bisschen Spinn sein. Wir können es ja mal hier durchgraben. Ich glaube, höher. Ja, wird lauter. Oh, hier ist ein Kohleblock. Ich nehme echt alle Tiere mit, ey. Das ist doch gut. So, wird lauter. Achso, du gehst jetzt sozusagen nach... Ja, und das hier ist, glaube ich, ein Dungeon, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, das sieht nach Dungeon ja, aus. Sieht gut, ja, sieht, ja, ist einer. Jawolla. Und wir haben keine Höhlenspinnen, sondern tatsächlich auch normale Spinnen. Normale Spinnen. Das Eisen habe ich mir schon mal rausgenommen. Alles da sind noch klar? Knochen und Dings, Spinnen. Die Strings halt. Und die Bones, okay. Aber also die Spinnen gehören anscheinend nicht zum Dungeon. Nee. Also nicht für der Mine. Das ist richtig. Also ab und zu kommt das auch durchaus vor, dass man dann hier so diese... Oh, guck mal, die Spinnen mögen mich alle. Oh. Ich mach dir hier mal Granit rein und, boah, das habe ich noch mitgenommen. Habe ich nicht Kohle mitgenommen? Ja, Kohle packe ich da noch mit rein. Okay. Und... Guck mal, Marco. Achso, das Dungeon... Eisen. Hier ist Eisen noch im Block. Oh, diese Spinnennerven. Ja, da können wir jetzt gute XP sammeln, ne? Also, können ich... Nein, sind die nein, mal ich an. Ich brauch eigentlich jetzt hier mal... Ich will eigentlich das Dungeon auseinandernehmen. Also diese... Du musst ein Cobblestone. Ja, dann mach das mal. Ich stelle mich hier oben ruf und farm jetzt einfach mal die ganzen Spinnen ab. Okay, dann kann ich den. Genau, weil jetzt sind gut XPs hier. Ich hab da wieder ein bisschen was repariert, ne? Und. Weil, wie gesagt, ich würde das wirklich mitnehmen. Den bemoosten. Wenn nicht, wenn wir schon mal hier so viele. Ja, Spawner. Natürlich, klar, nimm mit. Logisch. So tief unten tatsächlich ein Dungeon, ja. 8 hast du gesagt, das ist die Höhe. Ja. Nee, jetzt müssen wir wieder ein bisschen höher sein. Okay. Wir sind jetzt in 10, Ebene 10. Ebene 10, okay. Naja. So, trotzdem recht tief. Also, wenn nicht sogar vielleicht der tiefste Dungeon, den ich je gesehen habe in Minecraft. Also, oder den ich besucht habe oder gefunden habe mit. Naja, ich hatte einen Dungeon, der war direkt am Bedrock. Ach, echt also schon? Jetzt nicht hier auf Eldercraft in meiner Privatwelt. Ah ja. Das war ein Zombie-Spawner, der war direkt auf dem Bedrock. Hm. Also eine Etage unten hat der Bedrock angefangen. Okay, das ist selten. So. Marco sammelt XP. Ja. Ja, wenn ich jetzt verrückt wäre, würde ich jetzt so sagen, komm, wir machen uns eine Falle, aber das mag ich nur bei Skeletten.
Das lohnt, glaube ich, auch, wa? Ja, also ich mach, also hauptsächlich mache ich natürlich die Knochen wegen Färbemittel, Bone Meal, wisst ihr, und wegen, weil ich einfach ja die XPs brauchte. Und da habe ich natürlich die ganzen Knochen gleich mitgenommen und die verzauberten Bögen. Deswegen, wenn ich einen Dungeon finde und das ist ein Skelett-Dungeon, also mit Skelett-Spawner drin, dann mache ich meistens eine Falle. Aber auch, wie gesagt, so kurz bevor die Abbauwelten dann auch, ja, also dann suche ich intensiv. Jetzt hier würde das nichts bringen, weil, wie gesagt, Leute machen das kaputt, ja, und das bringt ja dann nichts, weißt du? Nee. So, ich bin dann fertig. Okay. Ich auch. Tschüss, ich Spinis! Viel Spaß, sie dreht. Nee, warte mal, lass mal nochmal zurückgehen. Ja. Wenn ich ja heute ja nicht schwindelig. Ich mach dir nochmal ein paar Schienen hier in die Kiste rein. Ah, okay. Weil die Spinnaugen auch, falls du die brauchst. Nö, Spinnaugen eigentlich nicht. Also man kann sich zwar Tränken machen. Ah, ich vergesse dein Eisen nicht. Hä? Das hast du ja was reingemacht? Vorhin schon, ja. Ah, okay. Das Eisen. Nee, Eisen wollen wir natürlich nicht hier lassen. Das sollte man nicht machen. Nee, das stimmt. So, jetzt sortieren wir uns erstmal kurz hier. Mein Gott, mach ich auch gerade. Sieht doch ganz gut aus hier. Noch habe ich ja Platz. Deswegen. Tschüss, Spinnis. Achso, ich brauche, aber was ich nicht brauche, ist dieser blöde. Kies. Ja, Kies. Ist auch nur interessant für die Leute, die, wie ihr sagt, mich wundert ja, dass noch keiner, also dass im Admin-Shop man noch gar nicht von den neuen Blöcken kaufen, nee, also verkaufen kann. Das wundert mich in der Tat auch. Also da, wo ich auch sage, so, nanu, wieso ist denn das so? Also das ist ein bisschen komisch, ja, das stimmt. Da habe ich mich ein bisschen gewundert. Du meinst gewundert. Beton und so, ne? Ja, Beton und auch dieses farbige. Diese Keramik. Ich muss Keramik. Echt mal passen. Ich weiß noch nicht mal, wie man die craftet. Das weiß ich auch nicht. Der Drachen hat mir da was erklärt. Übrigens, hier geht es weiter, Dave, glaube ich, oder? Wissen. Hier in der Sache, wo du gerade. Nee, da war ich eigentlich gewesen, oder? Da war eine Wand. Was, da ist eine Wand da. Achso, da. Ach, da. Stimmt, hier geht's weiter. Hier ist direkt Bedrock. Und tatsächlich, die Mine geht bis runter zum Bedrock. Krass. Wie abgefahren ist das denn, ey? Und du hast es jetzt auch noch aufgenommen. Ich hab's aufgenommen. Hier kommt, Marco brennt. Ich brenne schon wieder. Ja, gut, dass ich einen God-Mode hab. Ja, so, ich mach das mal eben hier mal stoppen. Was? Ja, also Leute, ja, ihr seht es. Also ich finde es sehr selten. Also ja, dass man hier, am Bedrock, genau. Und das ist natürlich wieder mal so eine Sache, die ist witzig. Gut, dass wir die drauf haben. Ich habe meistens immer Glück, Dave, ne? Mit Sachen, so die ich dann festhalte. Ja. Jetzt beim neuen. Genau, beim neuen Bau-Event, das war auch wieder so lustig gewesen, ja. Da stand ich dann gestern da in der Lobby zum Creative Server. Und da war so ein Typ gewesen. Also, ich kenne dich von YouTube. Ich so, aha. Ich habe aber nicht geantwortet, ne? Weil das war schon so inner, wisst ihr? Die ganze Zeit rumzappeln und den Maus nicht stillhalten können, wisst ihr? So fast so einen epileptischen Anfall. Wisst ihr? Und dann die ganze Zeit Flaschen hier geworfen und ich nur ganz gechillt so. Ja, das sind die Richtigen, wa? Dann hat er aber eine Ermahnung bekommen, wisst ihr? Von dem Stadtherrn hier, vom EC selber, ne? Der hat dann auch so, ja, der verantwortet so ein bisschen mit dort, die ganzen Creative-Server da, der betreut das ja auch ganz cool. Und der so, jetzt ist aber mal gut, weiter, wisst ihr? Dann, ja, ich bin ja gerade schon auf. Stell ich mir so bildlich vor, wisst ihr? So die Zappel-Philippe. Ja. Das ist, und wenn ich dann so die Kinder so sehe, ja, aus Indien zum Beispiel, die dann so im buddhistischen Tempel sind, die voll ruhig so meditieren, so voll intelligent auch, ja. Und, also das ist echt immer wieder eine Freude zu beobachten, die Kulturen, die es da so gibt. So, da hinten sehe ich etwas. Hier ist auch schon wieder eine Sackgasse. Da steuere ich jetzt sofort hin, weil ich glaube, da ist die nächste Kiste. Ah, Strömung! Und das Kohle! Ach, Mann. Ich komme ja nie weiter. Weil ich muss ja wirklich erstmal abbauen. Und das im Wasser. Da brauchen wir Wasseraffinität. So. Ah, hier ist eine Kiste. Ja, da ist eine Kiste. Goldene Apfel und Schienen. Fackeln, ja, kann man mitnehmen. Ja, einen goldenen Apfel, also. Da riecht die Schienen nicht. Schienen haben die da liegen. Die da auf dem Boden noch rumliegen. Okay. So, Kies lasse ich drin. Cobblestone lasse ich drin. Hier diese komischen Kürbiskerne lasse ich drin. Kohle, Dave, packe ich mal rein. Ja, komme ich gleich. Fackeln, dann willst du Fackeln mitnehmen? Nee.
Fackeln brauchst du nicht? Okay. Sieht noch gut aus. Also ich habe noch ein bisschen Platz hier im Inventory und die Schienen nehme ich natürlich auch mit. Oh. Oh, shit. Was denn? Da kommt jetzt Lava runter. Wo? Ah! Ich hab dir gesagt, ich wollte keine Lava-Dusche haben. Was ist denn da los? Lava. Der macht ja Lava-Dusche. Ich hau ja mal lieber ab hier. Das ist mir der Dev. Der macht da so viele Wirbel da auch. Der provoziert hier Lava-Dusche. Ach nee, genau über dem Gold ist Lava. Das macht richtig Spaß, wenn du King God Mode hast. Du. Ja. Und hier, da ist überall Lava oben. Ich kann gar nicht mal die Kohle mitnehmen, das Gold nicht. Ja, so weit ist nervig. So, leuchte uns mal den Weg hier mal ein bisschen. Deck mich mal hoch, weil vielleicht ja, kann mach man dann mal und man das Lava, die Lava ja irgendwo zumachen. Ja, kann man. Mache ich auch jetzt. Jo. Hier sind auch Schienen und hier geht auch die Mine weiter. Wunderbar, ich folge dir. Also den hinten darin tragt sich das richtig. Das haben wir jetzt alle hier. Außer da oben, wa? Ah, Spawner. Wo? Hier, und zwar links runter. Wo bist du denn jetzt? Da, wo die... Ich sehe dich. Und jetzt halt. Stopp, stopp, stopp. Hier durch. Geradeaus, wo du hergekommen bist. Ah, da ist dich, ja. Genau, und jetzt nach links. Da oben geht's. Also hier ist jetzt nichts, sah ich ausgeleuchtet. Aber es geht hier hoch noch. Okay. Und da ist eine Spawner. Ja, machen wir mal den Wasserfluss erstmal wieder zu. Eine Spawner. Ein Spawner. So, und da fliegen einen auch schon die ganzen Spinnen entgegen. Oh. Auf den Kopf. So. Da geht's auch wieder runter und da geht's auch nochmal lang. Also, oh. Mal gucken. Vielleicht entdecken wir ja hier. Ja, hier haben wir auf jeden Fall einen Spawner. Ja. Und das sind jetzt auch die Höhlenspinnen. Das sind die Höhlenspinnen, aber auch relativ weit unten. Unten, ne? Also das ist auch wirklich so. Also ich lasse den mal ganz den. Brennt! Brennt Licht! Nein, ich muss auch sagen, ist auch sehr eng alles hier, wa? Ja. Die Mine. Das stimmt, also die ist ein bisschen enger vom Aufbau her. Die ist auch nicht ganz identisch aufgebaut. Wie eine normale Standardmine. Zum Beispiel hier ist zum Beispiel so eine Schiene. Eisen kannst du ja mal mitnehmen. Ja, mach ich gerade. Und ich schlängel uns jetzt hier einfach mal so am Rand. Ich werde den auch einfach mal mir erlauben, mal kurz ein bisschen zu erleuchten, zu deaktivieren, sodass wir da auch ein bisschen Ruhe haben vor den kleinen Tischen. Ja, hier geht's aber auch nochmal dann weiter, müssen wir uns merken. Müssen wir uns merken. Wie gesagt, ich leuchte das ja aus. Dir folgen die Spinnen. Ja, ich komme ja vorher, ne, so andere Leute da. Hier ist übrigens die Treppe, die wir meinten, die du vorhin erwähnt hattest. Ja. Na, da hinten auch. Geht auch runter. Das bedeutet, also, dass wir im Zentrum sind. Jetzt kommt erstmal alles. Ja, wir sind im Zentrum. Also jetzt können wir nochmal hier richtig... Ja, Dungeon kommt auch. Hier ist der nächste Spawner. Hä? Ja, wir sind jetzt drei Spawner, die nebeneinander liegen müssten. Da oben ist übrigens Eisen. Das kannst du dann mitnehmen. Ich lasse das mal alles für dich. Und auch den werde ich erstmal deaktivieren. Boah, ein Skelett mit einem verzauberten Bogen. Mhm. Aber die Spin-Spawner hier sind ja blöd, weil die haben ja keine. Du musst eine Steinziege. Also nee, also die Bruchstein. Nicht, das ist richtig. Das ist ja langweilig. Gut, das ist so, dient wirklich rein, so XP-Farmen und so, ne? Dafür sind die da. Boah, die Spinnen freuen sich ja, mich zu sehen. Richtig, so. Und ist ja so wie der Creeper vorhin letztens. Wow, fette Cave hier. Also da kannst du auf jeden Fall, ich leuchte dir mal aus, weil da unten kannst du überall Gold farmen. So, siehst du, da ist Gold, Riesenhöhle. Ja. Und ich gehe jetzt auf die andere Seite mal kurz, um den Spawner nochmal zu auszuleuchten. Oh, da ist ja wirklich noch richtig viel. Ja, ja, deswegen. Auf Lapis. Das lohnt sich also, da kannst du ordentlich mitnehmen. So. Wunderbar. So, da machen wir jetzt zu. Den Kollege, den holen wir uns auch noch. Der hängt gerade wunderbar in den Spinnweben drin. Och, Zombie, nerv mich jetzt hier nicht. Ja, es könnte durchaus möglich sein, dass wir hier auch gleich noch auf einen Zombie-Spawner treffen könnten. Wie gesagt, weil wo diese Dungeons sind mit den Spinnspawnern in der Nähe, ist meistens auch, dass da noch ein ja, irgendein anderer Spawner ist meistens von... Ach, hier sind wir. Da müssten wir uns ja gleich treffen. Ja, ich bin auch in der Höhle drin. Weil ja, ja, ich sehe dich hier auf der anderen... Ich sehe dich, du bist ja genau in der... Das ist ja die gleiche Höhle. Und Redstone ist ja auch eine Menge, also... Jo.
Und dann beende ich mal an dieser Stelle die Aufnahme. Wir haben es tatsächlich schon wieder geschafft, 31 Minuten hier zu verquaddeln. Also mit dem Dave merke ich schon, die Aufnahmen, die werden alle lang werden, Freunde. Ja, also das ist herrlich. Tut mir leid. Macht ja nichts, macht ja nichts. Und wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder, wenn Dave fertig ist mit seiner Ausbeute. Dann werden wir diese stillgelegte Mine hier weiter erforschen und Schätze looten. Und bis dahin, ciao, ciao. Ciao.